kann ich mit Hilfe meines Teams, also dem Bora Expo, genauso gut bzw. besser kochen als unser Profikoch Carsten? Tja, genau das ist die Frage, die wir uns in diesem Video heute stellen. Und somit ist das Kochduell eröffnet und bei dem Video wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Ja, in unserer guten Funktionsküche produzieren wir heute auch wieder gute Küche und dafür habe ich den Carsten an meiner Seite. Carsten ist gelernter Koch und aktuell Küchenchef im Restaurant Grünschnabel. Ja, was machen wir? Ihr kennt das ja schon aus dem ersten Video. Das verlinken wir euch auch nochmal über die Infokarte. Und zwar lassen wir ein Gerät, was uns die Hersteller ja immer quasi an die Hand geben. Also wir haben es gekauft, ne? Also wir kriegen das nicht geschenkt. Aber halt, wir haben ein Gerät mit unheimlich viel Technik, mit Automatikprogrammen, die uns beim Kochen unterstützen. Und wir werden anhand der Automatikprogramme ein Gericht kreieren. Und Carsten wird parallel mit denselben Zutaten das Gericht traditionell kochen. Möchtest du dazu noch was sagen? Ja, wir haben uns in diesem Video entschieden, dass wir aus dem Programm von unserem Küchengerät die Rezeptur für ein Backhähnchen verwenden. Traditionelle Zubereitung des Backhähnchens ist, dass wir ein ganzes Huhn verwenden. Das machen wir, das mache ich heute im Video auch so. Und zu dem Backhähnchen einen Kartoffelsalat zusätzlich zubereiten, der ja traditionell, da wo auch das Backhähnchen meistens zubereitet wird, im süddeutschen Raum, in Österreich natürlich ganz traditionell, gibt es diesen Kartoffelsalat dazu, der mit Essig, Öl und einer guten Brühe hergestellt wird. Sonst fürchtet sich ja das Hühnchen auf den Teller. Ganz genau, es ist ganz alleine sozusagen. Für diesen Kartoffelsalat brauchen wir geschälte Zwiebeln, Salz, wir brauchen Zucker, wir brauchen Meerrettich, wir brauchen Senf. Und Carbon hast du auch noch. Wir brauchen Carbon, das ist auch so eine Sache, das kann man, das muss man nicht. Wir machen in den Kartoffelsalat eine frische Gurke mit rein. Und Radieschen hatte ich gesehen. Und Radieschen. Genau. Wir können gerne starten. Wie gesagt, ich mach los. Traditionellen Weise des, der Herstellung des Backhähnchens fangen wir an. Wir kochen die Kartoffeln, dafür ganz normale festkochende Kartoffeln, gute Menge Salz in den Topf und etwas Kümmel. Dazu kaltes Wasser, knapp bedeckt, auf den Herd zum Kochen bringen und wenn das Wasser kocht, die Temperatur zurücknehmen und die Kartoffeln im Wasser ziehen lassen, leicht köcheln lassen, ziehen lassen. Eine festkochende Kartoffel muss man aufpassen. Die darf auch nicht zu weich sein. Dann wird der Kartoffelsalat zu matschig. Das mögen auch viele Leute. Ich persönlich mag es, wenn man die Konsistenz der Kartoffelscheibe auf dem Teller noch erkennt. Und wenn die Kartoffel auch die Möglichkeit hat, das Dressing, also die Salatsoße, sozusagen noch aufzunehmen. Genau. Na ja, mal sehen, wer das besser hinkriegt mit der Konsistenz. So, also Expo. Eingeschalten, Automatikprogramme, Kartoffelgerichte und dann haben wir hier unsere Pellkartoffel und dann kann das schon losgehen. Wichtig, gibt immer noch mal eine kleine Einweisung, was man machen kann und dann können wir hier loslegen. So, Gerät öffnen, hier ist noch ein Rost drin, das brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen den Gärbehälter. Das Freilandhühnchen wird ausgelöst, die Flügel werden entfernt, die Keulen werden entfernt. Und die Brust wird entfernt. Ich fange damit an. Zuerst die Flügel. Die Keule wird ausgelöst am Gelenk. Die Haut wird zerschnitten. Da ist das Gelenk. Hier ist noch so ein kleines Fleischstückchen am Rückgrat. Das löst man aus. Das sogenannte Solilet. In Frankreich wird dieses Stück Fleisch, das liegt hier, man sieht es hier, wird dieses Stück Fleisch sogar extra noch serviert. Heißt übersetzt, der Dumme lässt es liegen, also ein spezielles Stück Fleisch. Wir verwenden das jetzt nicht gezielt extra, sondern lassen das an der Keule dran. Ja, das ist jetzt sozusagen die erste Keule. Die bleibt theoretisch so im Ganzen, beziehungsweise wird in der Mitte halbiert. Die Knochen bleiben beim Backhändel dran am Fleisch, hat natürlich einen riesengroßen Vorteil, dass der Geschmack auch des Knochens, dass der Geschmack des Fleisches, was um den Knochen ringsrum liegt,
sehr kräftig ist, sehr intensiv ist und das Fleisch dadurch deutlich an Geschmack gewinnt beim Zubereiten. So, Keule Nummer 1, das gleiche auf der anderen Seite. Am Gelenk durchschneiden. Also ich kümmere mich mittlerweile mal so ein bisschen um das Ei und die Panade hier. Ganz genau. Also die zwei Keulen, die Unterschenkel, die Oberschenkel und abschließend die Brust. Beim Wiener oder beim Backhühnchen bleibt die Brust, beziehungsweise, Entschuldigung, bleibt die Haut am Fleisch dran. Also die Haut wird mit paniert, hat den großen Vorteil, dass die in der Haut auch sehr viel Geschmack steckt und man nach dem Frittieren beim Essen auch dort keinen größeren Unterschied schmeckt. Also die Haut ist oder spürt. Genau. So, die Brust wird halbiert. Also, hier liegen die Brüste. Da sind die zwei Flügel. Die Unterkeulen und die Oberkeulen jeweils mit Knochen. So, das ist unser Knochengerüst, die sogenannte Karkasse. Daraus bereiten wir unsere Brühe zu. Nicht erschrecken, ich drücke es etwas flach und gebe es in einen Topf mit kaltem Wasser. Ich habe es meins auch schon mal geteilt. Wichtig bei mir, bei meinen Kartoffeln, die sind jetzt im X-Bo drin und die fülligste Kartoffel wird mit dem Speisenthermometer versehen und somit überwacht der X-Bo permanent die Konsistenz der Kartoffel und wir sind mal gespannt, wie die Kartoffel dann, wenn sie fertig ist, aus dem Ofen rauskommt. Ja, wie gesagt, die Karkasse ist jetzt, liegt im kalten Wasser, da kommt etwas Salz dazu. Und an Gemüsezutaten, das, was man klassisch und traditionell an die Brühe macht. Also in dem Fall verwende ich Champignons, Zwiebel in Stücke geschnitten, etwas Staudensellerie oder Knollensellerie und etwas frische Petersilie. Also ich salze jetzt schon mein Hähnchen, bereite das dann schon für den Backvorgang vor. Der Robert würzt das Hähnchen. Traditionell Salz, Pfeffer und je nachdem, wer mag, kann gerne etwas frische Zitrone mit verwenden und oder etwas kleine Prise Zucker. Noch eine ganz kurze Erklärung zum Panieren. Das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen etwas übertrieben klingen, aber man sollte beachten, dass man auch beim Schnitzel oder wenn man auch vegetarische Gerichte zubereitet und paniert, sollte das Paniermehl oder Panierbrot und auch das Mehl vorher gewürzt werden. Ich mache es klassisch so, dass ich das Mehl etwas mit Paprika würze, speziell beim Fleisch oder beim Schnitzel, und in das klassische Mehl und in das Paniermehl etwas, einfach nur noch etwas Salz reingebe. Man kann auch hier Pfeffer reingeben, man kann auch Curry reingeben oder etwas Muskat. Möglich ist es auch, dass man Sesam reinmacht oder Cornflakes. Das sind unterschiedliche Möglichkeiten, aber man sollte beachten, dass man es trotzdem etwas würzt. Paprika ins Mehl und wie gesagt etwas Salz ins Paniermehl. Da war schon Salz drin. Jetzt ist noch mehr Salz drin, weil ich paniere mein Hühnchen ja auch in dem gleichen Panierbrot wie du. Gut. Du vermischst den Paprika mit dem Mehl und fängst an zu panieren. Wie hast du das gemacht? Panieren. Ja, genau so. Nee, andersrum. So. Nein, mach du mal. Genau. Also, das ist dann panieren, kurze ich nehme. Kurze Erklärung noch, genau, mit ins Mehl? Ins Mehl rein, genau, und schön festdrücken das Mehl, überall auch in die Ecken, genau, die Haut, wie gesagt, verwenden wir ja mit. Genau, das Mehl wieder leicht abschlagen vom Fleisch, dass es nur ein dünner Film drauf bleibt, noch mehr, ruhig mit beiden Händen so ein bisschen, ganz genau, und dann ins Ei legen. So, nur mit einer Hand, ne? Ganz genau. Mit einer Hand ins Ei, vielleicht die linke jetzt nehmen, die linke Hand, genau, wenden. Die bleibt frei, weil die brauchen wir gleich.
Genau. Und damit es einfach einfacher wird, auch für denjenigen, der das paniert, gibt man das mit der linken Hand sozusagen in das Panierbrot und nimmt die rechte zum Fertigpanieren. Zack. Und genau. Wie am Anfang erklärt, das Panierbrot beim Backhühnchen oder bei etwas kompakteren Sachen relativ fest andrücken. Ganz genau, auch ein bisschen in den Ecken. Ja, das ist genau die gleiche Verfahrensweise, wie es auch traditionell gemacht wird. Und gibt es dann auf dem Blech, vielleicht nimmst du gleich dein Backblech oder nimmst du erstmal das? Ich kann gleich das Backblech nehmen. Du könntest ja eigentlich gleich das Backblech nehmen. Das habe ich hier versteckt. Na, so, dann kann das ein bisschen beiseite. Ich nehme das. Zack, und dann kann das ja gleich hier. So, dann kann ich ja hier schon weitermachen. Kleiner Blick mal in unsere Brühe. Die fängt jetzt an zu kochen. Da ist der erste Schaum. Den Schaum mit einer Schaumkelle etwas abschöpfen und ungefähr eine Stunde lang köcheln lassen. Ja, ich würde schon mal so nebenbei ein bisschen mit dem Kartoffelsalat beginnen. Und zwar braucht es dafür geschälte Schalotten oder Zwiebeln. Wir haben in dem Fall uns für Schalotten entschieden. Die werden in etwas Pflanzenöl hell angeschwitzt. Also in dem Fall habe ich Sonnenblumenöl, verwende ich Sonnenblumenöl. Genau. Und schneide die Schalotten in kleine Stücke. Das können Würfel sein, das können Streifen sein. Sie sollten nicht zu groß sein. Und genau. Lasse sie hell und farblos im Topf anschwitzen oder angehen. Ja, die Kartoffeln kochen relativ stark. Das ist nicht so gewünscht. Die sollen langsam kochen. Da werden die nämlich zu weich. Genau, die werden schnell zu weich. Deswegen lieber langsam köcheln, lieber ziehen lassen die Kartoffel. Kann ein oder andere Minute länger dauern, aber die Konsistenz und die Festigkeit ist dann gewährleistet. Das Fett ist weitestgehend heiß. Die Zwiebel kommt dazu. Und wie bei jedem anderen Gericht oder bei jedem Suppenansatz am Anfang schon auch gleich würzen. Mit Zucker und mit Salz und einer kleinen Prise Pfeffer. Das Ganze hell andünsten, ohne Farbe, so dass die Zwiebel oder in dem Fall die Schalotte schön weich wird. So, ich prüfe zwischendrin mal die Kartoffel. Immer die großen Kartoffeln probieren. Ja, das kann noch einen Moment dauern, aber warum ist er mein nicht mehr zu lange. Ich muss aufpassen. Großen. Ich muss aufpassen, das dauert nicht mehr zu lange. Genau, mal zwischendrin die Brühe kontrollieren. Ja, jetzt bilden sich die ersten Fettaugen. Ja, das ist klasse. Na, wenn das mal nichts Leckeres wird. Nicht zu geizig sein. Am Anfang beim Anschwitzen von den Zwiebeln mit Öl. Das Öl brauchen wir ja später auch für den Salat zur Bindung. Das kann ruhig Messerrücken dick im Topf stehen. Robert ist jetzt so ziemlich fertig ja, mit. Ich habe mein Blech gleich voll und mein panieren. Fleisch ich ist. Ich fange an, meine alle. Hühnchenteile auch zu marinieren, zu würzen. Ich mache es traditionell oder weil ich das persönlich auch mag, mit Zitrone und ein bisschen Zitronenschale. Also, frische Zitrone. Das habe ich jetzt in dem Fall Bio-Zitrone auch, damit man die Schale verwenden kann. Etwas von dem Zitronenabrieb. Das ist jetzt unfair, du hast eine andere Zutat. Stimmt, aber du wolltest ja keine Zitrone verwenden. Hatte ich das erwähnt? Nochmal zurück, also etwas nochmal zurückspulen. Etwas Zitronenschale. Genau. Und etwas Saft. Ja, dazu den Paprika, eine Prise Zucker und das Salz. Die Hände ein bisschen abgewaschen. Meinen Kartoffeln geht's gut.
So, zwischendrin mal die Kartoffel probiert, wie weit sie ist. Ja, 2-3 Minuten noch. Und das Hühnchen gewürzt. Wir machen 5 draus. Ich nehme eine Keule und ich nehme ein Stück von der Brust. Richtig schön marinieren in dem Gewürz, in der Gewürzmischung. Man kann auch frisch gehackte Petersilie mitverwenden. Genau, das sieht dann so aus. Also das ist jetzt schon ein ganzes Stück unfair, weil... Das ist genau das Gleiche. Das riecht schon sehr zitronisch. Ja, also je nachdem, wie das jeder mag. Man kann hier auch ein bisschen gehackten Knoblauch mit reinmachen. Ja, genau. Also. Und jetzt kommst du. Jetzt hierher. Robert, kannst du mir das mal trocken machen? Auswischen? Das kann ich. Wunderbar. Genau. Chef, also. Helf doch gerne dem Küchenchef. Beim Backhühnchen, was traditionell ja in der Pfanne zubereitet wird, also im schwimmenden Fett, ist es wichtig zu wissen, dass es eine längere Garzeit braucht als jetzt zum Beispiel ein Schnitzel. Weil es ja das Fleisch dicker ist, weil der Knochen mit dran ist und weil die Keule ja logischerweise auch eine etwas längere Garzeit braucht, wie zum Beispiel die Brust oder auch wie ein Schnitzel. Deswegen habe ich das Fett aufgestellt und habe das Fett heiß gemacht bzw. warm. Aber es ist lange nicht so warm wie ein klassisches oder traditionelles Frittierfett. Ich lege also das Hühnchen in eher etwas kälteres oder kühleres Fett. Vielen Dank. So. Die Stücke können ruhig so dick sein. Nicht erschrecken, wenn der Knochen mit dran ist. Wenn der Knochen sich beim Frittieren erhitzt, gart der Knochen von innen auch das Fleisch. Das klingt jetzt etwas ungewöhnlich, aber die Hitze, der Knochen nimmt die Hitze auf und gart von innen das Fleisch. Kräftig andrücken. Dass überall das Panierbrot ist. Man kann auch, wenn man sehr die Kruste mag, das Fleisch sozusagen, ich mache es mal hier bei der Keule. Nee, ich mache es bei der Brust, damit die saftiger bleibt. Also das ist das Stück Brust. Man kann auch das Gleiche nochmal machen. Die Panade wird dicker. Das Fleisch wird geschützt durch die Panade beim Garen. Also, ich lege es nochmal ins Fett. Ins Ei, Entschuldigung. Und paniere es nochmal. Ja, also Fett ist dann als nächstes dran. Ganz genau. Ich habe es also zweimal paniert. Genau. Sieht jetzt so aus. Fest angedrückt. Ich prüfe jetzt mal mein Frittierfett. Ja, das ist noch kühl. Ich drehe mal etwas höher. Bei meinen Kartoffeln, wer jetzt in der Kammer oder das halt schon mitkriegt, die Zeit war schon relativ weit runtergelaufen. Gerät hat gemerkt, okay, die Kartoffel ist noch nicht so weit und hat die Garzeit wieder nach oben korrigiert. Meine Brühe hat jetzt ca. 20 Minuten gekocht. Man sieht die ersten Fettaugen, schon ein schöner Geschmack. Ja, ganz schön große Augen. Ja. Ohne Brille. Und die Kartoffel wird geprüft. Die muss noch, die muss noch. Na, die Kartoffel ist fertig, sie rutscht vom Messer runter. Die muss noch ein bisschen. Hm? Ich würde gerne die Kartoffel abgießen, das Wasser, heiße Wasser abgießen. Verdammt. Ja. Die Schale kurz abdämpfen lassen und anschließend, je nach Hitzegrad der Kartoffel, die Kartoffel schälen. Und der beste Kartoffelsalat gelingt natürlich, wenn die Kartoffel noch warm ist oder lauwarm. Deswegen, ja, je nachdem, wie heiß die Kartoffel ist, einfach dann die Kartoffel anfangen zu schälen. Leicht abkühlen lassen. Leicht abkühlen lassen. Je wärmer die Kartoffel ist, umso einfacher lässt sie sich auch schälen. Aber das ja, ist so die traditionelle, das traditionelle Schälen von einer Pellkartoffel. Sollte eigentlich soweit klar sein. Die Zwiebel ist angeschwitzt im Fett, im Öl. Ich gebe etwas Apfelessig dazu. Und meine Geflügelbrühe. Das Ganze aufkochen und kräftig einreduzieren, bis das ja ein schöner, runder, leicht süß-saurer Geschmack ist. Und auf die Menge runter reduzieren, dass ich damit meinen Kartoffelsalat marinieren kann.
Das Marinieren des Kartoffelsalates kann 2-3 Stunden vor der Zubereitung des Backhändels erfolgen. Dann schmeckt der Salat natürlich besser, ist schön durchgezogen. Man könnte das auch einen Tag vorher machen, aber das ist jedem seins überlassen, je nachdem, wie man mag. So. Die Brühe kann noch ein bisschen weiter kochen. Dick zu sauer. Zucker. Bisschen Zucker noch mit dazu. Ganz genau. Beim Kosten ein bisschen immer. So. Ja, 2-3 Prisen. Das waren mehr. So. Ich fange schon mal an, die Kartoffel zu schälen. Meine ist noch am Garn. Ist ja schon wieder hochgegangen die Zeit. Nee, dass meine noch zu weich wird. Aber wir vertrauen mal dem Gerät. Das wird gut funktionieren. Robert kann mir mithelfen. Ja, das ist jetzt gemein, das ist jetzt gemein. Oh. Weißt du, machst deinen Topf voll, brauchst du also die Kartoffeln. Jetzt. Oh, kannst du mal helfen. Das genau, dann rein. Ist da ausgeschaltet? Hm? Ist ausgeschaltet. So. Hinten ist noch heiß. So. Zwischendrin immer mal probieren. So, sieht das bei mir aus? Fertig. Ja. So, das ist immer das Schöne, Dampf wird abgesaugt und dann gucken wir mal. Achso, das ist ja mal direkt so rausholen. Ich bin gespannt. Achso. Ja, das jetzt. Jetzt. Oh, das fasst sich gut an, ja. Super. Mhm. Hm. Oder? So, das brauchen wir dann gleich. Na, Carsten, einfach mal schälen? Ja, einfach mal schälen. Wie ist die Konsistenz? Hm, gut. Sie sind auf alle Fälle weich. Die sind genauso heiß wie deine. Ja, wir schälen sie jetzt direkt nach dem Garn. Das ist natürlich heiß. So, Kartoffel ist geschält. Carsten ist mit der Konsistenz meiner Kartoffel auch zufrieden. Ja, wunderbar. Also, legen wir die beiseite. Genau. Zwischenzeitlich habe ich hier ein bisschen Butter geschmolzen, damit ich meine Backhähnchen hier einstreichen kann, einbuttern kann. Und bei dir geht's frittieren los? Ganz genau, bei mir geht jetzt das Frittieren los. Ich habe das Frittierfett aufgestellt. Relativ viel Frittierfett, jetzt im Gegensatz zu dir, und lege meine Teile, meine Hühnchenteile, meine panierten Hühnchenteile in das Fett. Jetzt nicht erschrecken, das wird jetzt nicht stark schäumen, wie man es vielleicht vermutet, sondern nur ganz leicht, weil ich ja will, dass sich das Fleisch bzw. auch der Knochen langsam erwärmt und das Fleisch gleichzeitig nicht nur knusprig wird und schön Bräune gewinnt, sondern auch in dem Fett gart. Deswegen am Anfang nicht zu heiß. In das Fett legen und ja, die Temperatur möglicherweise etwas erhöhen. Ich habe jetzt, gehe jetzt auf 10 und das Fett kühlt natürlich jetzt etwas runter. Sehr dezent bei dir. Ganz genau. Aber es dauert einen kleinen Moment, dann gewinnt das Ganze hier an Fahrt. Die Panade bleibt am Fleisch dran. Keine Angst. Ja, jetzt geht es los. Es fängt an zu garen. Wir frittieren, wir backen im Fett. Letztendlich genau das Gleiche, was auch beim Schnitzel erfolgt. Aber das Ganze dauert ungefähr 20 Minuten, bis das Fleisch weich ist. Natürlich die Brust möglicherweise etwas eher. Aber wir haben sie zweimal paniert. Auch mit dem Hintergrund, dass alle Teile gleichzeitig fertig sind. Ganz genau. Wir lassen auf 12. Möglicherweise gehen wir dann etwas höher. Es duftet halt auch gut. Du machst, ne, die Butter nur oben drauf? Ich mache die Butter nur oben drauf, genau. Das ist genauso nach Rezeptur vom Gerät. Genau. Der wunderbar sagt, ich soll die einbuttern. Ja. Mache ich. Wunderbar. So. Da bin ich fertig. So.
dann gehe ich bei meinem Ofen. Du frittierst, ich gehe bei meinem Ofen in die Automatik. Geflügel, Hähnchen, Backhähnchen, Aufheizphase und dann kommen die in den Ofen. Bist du schon beim Anrichten? Oder? Ja, ich bereite natürlich auch schon mal ein bisschen den Teller vor. Ja, ein klassisches... Das lässt sich Kosten nicht nehmen. Nee, das kennt ihr ja schon aus dem ersten Video. Das soll natürlich auch ein bisschen auf die Telleroptik, ja, ist schon auch ein bisschen wichtig, finde ich. Das Essen soll ansprechend aussehen. Ja, das ist beim Schnitzel immer relativ schwierig. Da gibt's leckeren Kartoffelsalat dazu und Schnitzel. Das sieht eben aus wie Kartoffelsalat mit Schnitzel. Und na, ja, lecker halt. Also sagst du, dass es lecker aussieht. Genau, also mein Schnitzel. Apropos lecker, was jetzt halt nicht lecker ist, wenn du hier fertig bist, habe ich Fett übrig. Reichlich. Darauf willst du ganz genau. Du bist halt ein Profi, ne? Weißt, das ganz genau. Man kann das natürlich auch mit etwas weniger Fett machen in der Pfanne, wenn man jetzt die normale Pfanne hat. Aber ich finde, die Kruste wird ringsrum schön knusprig und vor allem gleichmäßig bräunzig. Also wenn es schwimmen. Entschuldigung, ich unterbreche. Der Kartoffelsalat sud. Ja. Der hat dann richtig gut gerochen. Ja. Das riecht jetzt nicht mehr so gut. Ja, das ist deine Meinung. Also wenn ihr zu Hause schon mal frittiert habt, ganz genau. Jetzt entstehen natürlich jetzt Dämpfe. Halt nie ganz so lecker duftet. Ganz genau. Das Problem habe ich dann nicht. Zieht es automatisch ab. Ganz genau. Der Ofen zieht es automatisch ab und hat ja auch einen Aktivkohlefilter drin. Mhm. Habe ich dort einen Vorteil. Zwar jetzt noch nicht beim Ergebnis, aber erstmal bei den Umständen. Und wenn wir natürlich gucken, gut, okay, sind ja doch ein paar mehr Töpfe, ein paar benutzen wir parallel. Ganz genau. Aber ich bin ja auch wieder bloß beim gelochten Blech und bei meinem Backblech. So, bei mir fängt es jetzt relativ stark schon an. Es ist eine Mischung aus Backen, sprich frittieren und kochen. Man sieht das, es köchelt eigentlich schon. Ich gehe ein kleines bisschen mit der Temperatur zurück. Die Keule braucht schon auch eine Viertelstunde, 20 Minuten, dass das natürlich auch gleichmäßig gart. Ich bin noch am Aufheizen. Den Kartoffelsalat können wir jetzt schon herstellen. Das machen wir beide zusammen. Das machen wir zusammen. Das wird ganz genau. sehr gut, weil wenn ich die Zutaten sehe, ganz genau. Läuft mir auch schon wir haben persönlich das Wasser im Mund zusammen. Unsere Salatsoße, die ist jetzt soweit schon vorbereitet, ganz genau. Wir geben noch ein kleines bisschen Brühe dazu. Ja, muss ja für beide reichen. Ganz genau. Mein Huhn geht rein. Was sagt der Ofen für eine Garzeit? Erstmal sagt er, gar gut, mit geschmolzenem Butterschmalz einstreichen und einschieben. Haben wir schon gemacht. Der Vorteil ist natürlich, dein Gefäß ist begrenzt. Ja. Ich könnte jetzt hier natürlich auf mehreren Ebenen gleichzeitig arbeiten. Aber da wir nicht so viel brauchen für unseren Test. Garzeit habe ich jetzt insgesamt 25 Minuten und nach 12 Minuten sollen wir wenden. Genau. Wie viel? 25 Minuten? Ja. Ja, wir haben Zeit. Mein Huhn braucht jetzt ungefähr noch 10 Minuten. Wir haben Zeit. Hast du ja schon ein bisschen Vorgaben? Ganz genau. Wir haben Zeit jetzt für den Kartoffelsalat. Also Kartoffel schälen. Haben wir gemacht. Kartoffel schneiden. Müssen wir machen. Salatsoße für den Kartoffelsalat haben wir da. Ich gebe jetzt in die Salatsoße noch etwas Meerrettich. Und etwas Senf. Wir in Bautzen verwenden natürlich traditionell Bautzner Senf. Aber das kann natürlich auch jeder andere Senf sein. Ein Dijon-Senf, ein Mo-Senf oder ein Senf aus einer regionalen Senfmühle. Je nachdem, wie jeder mag. Das Ganze schön verrühren. Guck mal, ich habe das natürlich jetzt nie so schnell wie du, ne? aber schnell genug. Wow! Das war gut. Reflexe hat er auch noch. Bist du im Zirkus groß geworden? Nein, so Reflexe. Das hat mit Zirkus nichts zu tun. Also, wir machen Kartoffel-Gurkensalat. Heißt natürlich, wir schneiden die Gurke. Gern schön dünn, wie jeder mag. Oder dicker in Würfel, in Scheiben. Das kann alles unterschiedlich sein. Beim Kochen zählt nur der Geschmack. Und die eigenen Vorlieben, es gibt gewisse Gesetze, aber die können auch gerne gebrochen werden. Genau. In die Marinade noch ein paar Kapern. Man kann auch Gewürzgurken mit reingeben. Ich mag die Kapern gern. Genau. Robert, du probierst dann mal den Sud, die Marinade. Das muss ja auch sehr schmecken. Gerne. Zwischendrin immer das Backhändel
ein bisschen drehen und wenden. Ich habe Gurke geschnitten, jetzt Kartoffel dazu. Und ganz genau. Und dann kommt die Marinade dazu. Ich schneide noch ein paar Kräuter mit dazu. Also ein bisschen Petersilie. Dürfen von den Radieschen darf man da noch was nehmen? Ganz genau. Hier sind die Radieschen. Da reichen ja zwei zu, oder? Da reichen zwei zu auf die Menge. Wir machen ja nur. Gerne auch das Grün mit reinschneiden. Von dem Radieschen? Von dem Radieschen, das Radieschengrün, na klar. Gerne mit in den Salat. Ich schneide ein bisschen Schnittlauch und Petersilie mit rein. Da kriegt man Komplexe, wenn man hier ganz langsam behäbig schneidet und nebenan tak, 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 tak. Genau. So. Ich nehme das Fleisch aus dem Frittierfett. Etwas hat sich die Panade gelöst. Nummer 1. Gebe es auf ein Küchentuch. Bisschen zum Aufsaugen. So. Und bis zur Fertigstellung des Kartoffelsalates stelle ich es bei mir in den Backofen warm. So, bin jetzt dem Karsten gefolgt und habe hier ein bisschen das Grün. Was hast du noch für Grün hier drin? Das ist ja nicht alles nur Radieschenblättchen, oder? Schnittlauch und Petersilie. Möchtest du auch? Ja. Gut. Bisschen Schnittlauch. Gut. So, die Kamera guckt jetzt, wenn ich schneide, da drüben. Was da beim Kosten passiert? Also, Kartoffelsalat. Kartoffeln sind warm, gekocht, in Scheiben geschnitten. Die Gurke dazu. Und die frischen Kräuter. Jetzt gebe ich meine Marinade dazu. Und verrühre das Ganze. Die Kartoffel saugt sich mit der Marinade voll. Ich kann jetzt noch möglicherweise, wenn jetzt zu wenig Marinade ist, noch einen Schluck Essig dazugeben oder noch etwas Brühe oder gerne auch einen Schluck Sonnenblumenöl. Vom Prinzip her ist der Kartoffelsalat jetzt fertig. Hast du gleich aus dem Topf so rein? Ich habe gleich aus dem Topf so rein, ganz genau. Also der Meerrettich, der ist sehr aromatisch und sieht richtig mit dem Geraspelten noch richtig gut aus. Von der Menge haben wir jetzt also die zwei Komponenten. Wir haben das fertige, in dem Fall bei mir schon fertige Backhändel. Bei Robert dauert es noch einen Moment. Wir haben den Kartoffelsalat. Ich darf gleich wenden. Ah ja, haben wir uns gedacht, wir machen noch einen kleinen Sauerrahm bzw. Schmand-Dip zum Schnitzel. Auch das gibt es oft in der österreichischen Küche zum Schnitzel. Man kann auch Preiselbeeren dazu essen. Also wir machen einfach einen kleinen Schmand-Dip dazu. Wir verwenden dafür ganz einfachen Schmand in die Schüssel rein. Robert, mache ich für dich gleich mit? Ja. Gut. Das Ganze wird etwas gewürzt mit Salz, einer kleinen Prise Pfeffer. Und weil wir im Frühjahr sind oder im zeitigen Frühjahr und es schon den ersten Bärlauch gibt, den ich geholt habe, hier bei uns in der Nähe von Bautzen, machen wir einen Bärlauchschmand. Frisch gehackter Bärlauch kommt hier mit rein. Habt ihr das erst so drüben? Ja, etwas klein hacken. Zum Schmand dazu. Gerne für eine halbe Stunde noch in den Kühlschrank stellen, zum Durchkühlen. Wie lange war das jetzt drin? 12 Minuten. Und meine Panade ist noch dran. Sehr gut. Bin gespannt. So, sind wir mal gespannt, wie deins ja. aussieht. So. Ja, ich fange an anzurichten. Ich habe das Geflügel
Warte mal, ich hol mal meins daneben. No, genau. Oh, das sind Geräusche hier. Was gibt es? Guck, 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 guck. Ah, was sagt der Küchenchef? Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Du hast auch nur Butter verwendet. Ich habe hier bei mir ganz klassisches Fett verwendet. Das duftet wunderbar. Das sieht knusprig aus. Ganz, ganz klasse. Also gibt es nichts dagegen zu sagen. Ja, müssen Sie ja dann aufschneiden. Bitte. Ganz genau. Aber was machen wir zuerst? Erst anrichten? Ja, ich würde sagen, wir fangen an anzurichten unsere Beilagen. Wir haben unseren Kartoffelsalat, wir haben unseren Bärlauchschmand. Geben wir einfach auf den Teller. Du mal für dich, ich für mich. Das ist gut, kein Hexenwerk. Also das Duell, das gewinnst du, ne? Also, ja, das ist kein Hexenwerk. Das kann jeder machen, wie er das für sich so mag. Ganz genau. Ja, ich habe meine Keule, ich habe meine Brust, Ober- und Unterkeule, jeweils getrennt. Ich würde das Stück Keule mal nehmen und einfach mal ein Stück weit durchschneiden. Tja, man sieht den Fleischsaft, der wunderbar noch zu sehen ist. Wenn ich zusammendrücke, quillt er aus dem Fleisch raus. Genau, auf den Teller geben. Die Brust, genau das Gleiche. Wie gesagt, hier zweimal paniert. Die Panade hält also auch deutlich besser. Auch bei der Brust zu erkennen. Schön saftig noch. Ja, ich gebe es mit auf den Teller. Ist natürlich jetzt etwas zu viel. Oder ist eine große Portion. Erik, das wäre dann für dich. Ist eine Männerportion. Genau. Die Keule dazu. Und den Dip. Ich mache den Dip einfach mal so an die Seite ran, damit es nicht. Genau. Man kann jetzt, wie es in Österreich oft serviert wird, dazu noch etwas gutes steirisches Kürbiskernöl geben. Die Eleganz auf dem Teller. Ganz genau. Das macht's schön rund. Genau. Carsten, ich als, sag mal, Laie würde mal sagen, ich habe das ganz toll gemacht. Ja. Beziehungsweise ja. Mit dem Xbo zusammen. Ja. Ja. Frage an dich als gelernter Koch, sogar als Küchenchef. Was sind für dich jetzt die Vorteile und Nachteile beim traditionellen Kochen und bei der Methode, wie wir es jetzt gemacht haben, mit moderner Küchentechnik für zu Hause? Ja, die Vorteile bei meiner traditionellen Methode sind, ich kann natürlich den Garpunkt, auch das Frittieren vom Fleisch direkt bestimmen. Also ich weiß ungefähr, wann das Fleisch fertig ist, wenn es knusprig ist und wenn es auch durchgegart ist. Also wenn man genau hinschaut, sieht man, mein Fleisch ist saftiger, ist auch etwas aufgegangen und ich habe es gezielt so zubereitet, dass es die Saftigkeit erhalten bleibt. Ich kann es also steuern. Das kann ich in der Pfanne machen. Ich kann die Temperatur erhöhen, ich kann niedriger garen. Das kann ich machen und kann damit auch die Saftigkeit des Fleisches bestimmen. Man muss aber auch ein Stück weit die Erfahrung haben. Man muss ein Stück weit die Erfahrung haben. Ich kann es natürlich auch klassisch ganz normal nur in die Pfanne legen, das Fett oben drauf gießen und hin und her bewegen. Aber ich kann es steuern, ich kann es kontrollieren. Wir sind wieder dabei, ich muss ständig daneben stehen. Und ich muss darauf achten, dass ich natürlich auch beim Drehen und Wenden möglicherweise auch die Kruste und die Panade dabei nicht zerstöre und beschädige. Und da sind wir sicherlich bei einem Vorteil, was der Xbo oder was unser Backofen, dein Backofen hat. Ich lege es einmal aufs Blech, ich gebe die Butter oben drüber und das Gerät macht alles alleine. Na gut, ich wende einmal zwischendrin. Du musst einmal zwischendrin wenden. Aber der Rest passiert ohne weiteres Zutun, auch ohne weitere Bewegung. Und das Endergebnis ist ziemlich, also optisch zumindest, ziemlich ähnlich wie bei mir. Die Panade ist knusprig. Wir haben die Konsistenz jetzt noch nicht geprüft. Etwas trockener sieht es möglicherweise aus. Es war auch etwas länger im Gerät wie mein Fleisch im Fett. Aber ich habe nicht ganz so dicke Stücken wie du. Du hast natürlich nicht so dicke Stücken, ganz genau. Meine sind etwas voluminöser. Ich habe natürlich auch das ganze Huhn gehabt, also ich habe ein direktes Hühnchen gehabt. Du hast die Teile einzeln paniert.
Teile einzeln auch eingekauft. Das sehe ich so ein bisschen als Unterschied. Grundsätzlich, wenn man einfach sagt, man will ein saftiges, man will ein knackig-knuspriges Hühnchen haben, oder mit Schwein geht es natürlich ähnlich, die Stücken etwas dicker panieren, ist es ziemlich gleich. Und die Kartoffel, also wir hatten jetzt ja nicht nur das Hähnchen, wir hatten auch die Kartoffel. Ja. Da waren wir ja eigentlich pari pari. Ganz genau. Wir haben gewusst, das wollten wir am Anfang, das haben wir gesagt. Wir wollen eine weiche Kartoffel, aber keine, die beim Schneiden schon zerfällt. Ja. Das passiert bei festkochenden Kartoffeln relativ schnell. Das ist uns beiden gelungen. Mir in der Pfanne, mir im Topf. Dir im Gerät, die Kartoffel, die wir anschließend geschnitten und mariniert haben, zum Salat verarbeitet, die ist immer noch schnittfest gewesen. Also man sieht die einzelnen Kartoffelspalten, das wollten wir. Das haben wir beide erreicht. Und dein Gerät, dein Team hat das genauso umgesetzt, wie wir das als oder du als Vorgabe gegeben hast. Kompliment. Teil einer außergewöhnlichen Mannschaft. Kompliment an das Gerät. Das ist ziemlich etwas unterschiedlich angerichtet, aber das ist ziemlich identisch. Da bin ich natürlich nicht so führend wie du, ne? Aber es ist ziemlich identisch. Also das muss man, dieses Produkt oder dieses Gericht kann man im Ofen zubereiten. Ne? Super, danke Carsten für deine Einschätzung, für dein Fazit. Natürlich ergänzend noch das Thema, was wir im Tun ja schon gemerkt haben, ne? Das Fett hat natürlich eine entsprechende Geruchsentwicklung, die haben wir im Ofen überhaupt nicht gehabt. Wir haben auch wieder mit etwas weniger Aufwasch am Ende zu tun. Und ja, wenn euch unsere Videos gefallen, gerne Daumen nach oben. Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren. Und weitere interessante Technikvideos findet ihr über den Link. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss. Ciao, euer Robert. Euer Carsten im Grünschnabel.